So, meine Damen und Herren, schön, dass Sie da sind. Ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Hier im Studio 1 der reinen Vernunft am Donnerstag, dem bereits 4. November 2021. Donnerstag ist Weltwochetag, ist natürlich ein Freudentag. Und heute setzen wir wieder einen Akzent des Optimismus, der Lebenszuversicht mit einem Cover von Sampé. Wunderschön, sommerliche Leichtigkeit, ein Sommerwind weht durch Ihren Briefkasten, wenn Sie die Weltwoche dort zwischengelagert haben. Und selbstverständlich wird diese wunderschöne, leichte Sommerbrise auch Ihr Wohnzimmer erfrischen, sobald das Magazin dann griffbereit auf einem Tisch liegt. Und die Geschichte dahinter, alles wird gut, warum wir zuversichtlich in die Zukunft schauen dürfen. Ja, natürlich, Zuversicht ist Pflicht, Zuversicht ist Ausdruck einer rationalen Lebenseinstellung und Zuversicht ist das, was wir dem Klimakatastrophengedöns von Glasgow entgegenhalten. Noch nie war die Sterblichkeit in der Schweiz so niedrig wie 2021. Interessante Schlagzeile, noch nie war die Sterblichkeit in der Schweiz so niedrig wie 2021. Das ist eine Folge dieser Covid-Pandemie, die zu einer Übersterblichkeit geführt hat in den bedrohten Personengruppen der Betagten, Hochbetagten mit Vorerkrankungen. Dort sind überproportional viele Menschen gestorben im Verlauf des letzten Jahres, der letzten anderthalb Jahre. Und entsprechend ist jetzt natürlich die Sterblichkeit zurückgegangen, weil in dieser vorgerückten Altersgruppe sterben die Menschen natürlich. Die Übersterblichkeit, die wir hatten, produziert nun eine Untersterblichkeit. Yin und Yang. In allem Schlechten steckt auch etwas Gutes. Könnte das als Bestätigung der asiatischen Lebensphilosophie bezeichnen. Und noch etwas Zweites lernen wir. Covid, und das ist auch eine relativ gesehen gute Nachricht, da wissen wir ja auch einiges, ist gefährlich, vor allem für bestimmte Menschengruppen. Man versucht uns zwar einzureden, das sei gleichermaßen für alle bedrohlich, so hat sich auch die entsprechende Bundesrätin damals ausgedrückt in einer der ersten Medienkonferenzen, eine Bedrohung für uns alle. Das stimmt eben nicht. Das ist dieses solidaritäts-gutmenschliche, wirklichkeitsverdreherische Gerede, das man dann macht. Man versucht da nett zu sein, nett zu wirken, solidarisch, umfassend, allgemein, einfühlsam zu wirken und ist dann eben nicht mehr präzis. Ist eben nicht für alle gleich bedrohlich, sondern vor allem eben für Hochbetagte, Betagte mit Vorerkrankungen. Und das ist ganz anders, das Risikoprofil dieses Erregers, als beispielsweise bei der spanischen Grippe 1918, 1920. Damals sind weltweit auch wirklich Millionen gestorben, aber eben eine Krankheit des gesunden Mittelalters. Die spanische Grippe hat sehr viele Menschen getötet in der Blüte ihres Lebens. Warum? Das ist auch interessant, weil die Immunreaktion des Körpers bei jüngeren Menschen stärker ist als bei älteren und die meisten Todesfolgen gab es durch die sehr extreme Immunreaktion, Immunantwort des Körpers auf diesen Grippeerreger damals. Viele Menschen sind dann an den Komplikationen von Lungenentzündungen gestorben. Wir hatten ja noch kein Penicillin, um das zu behandeln. Zitat: Ich erwarte eine Einigung mit Großbritannien im Jahr 2022. Der neue Bankier-Verbandspräsident Marcel Rohner zeigt sich im Gespräch mit der NZZ überzeugt, dass der Schweizer Finanzplatz wieder wachsen kann. Dazu setzt er unter anderem auf offenen Wettbewerb und ein Abkommen mit Großbritannien. Ich finde das eine wirklich ganz erfreuliche Nachricht, dass Marcel Rohner Präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung wird. Ich kenne Marcel Rohner schon lange. Wir haben uns bereits kennengelernt, als ich noch beim Tagesanzeiger tätig war. Dann natürlich bei der Weltwoche, eher ein aufstrebender Star bei der SBG, bei der UBS aus Aarau. Ein Patriot, ein Schweizer, ein rational denkender Mensch, humorvoll, nett, mit der Schweiz auch intensiv verbunden. Er hatte
sehr, sehr viel Pech, als er CEO der UBS wurde in ganz schwierigen Zeiten, Opfer auch seiner früheren Chefs. Er musste dann dafür auch den Kopf hinhalten. Marcel Rohner, durch alle Höhen und Tiefen einer Bankierslaufbahn gegangen. Super Nachricht, dass er jetzt diese Bankiervereinigung übernimmt. Ich bin überzeugt, er ist ein guter Mann, er ist ein Patriot, ich habe das bereits gesagt. Er versteht etwas vom Bankgeschäft, er ist Schweizer und er wird sich für die Schweiz einsetzen. Ich bin auch überzeugt, dass Marcel Rohner aufgrund des psychologischen Profils, das ich ihm attestiere, nicht in allen Fragen einknicken und nachgeben wird, sondern aus einem gefestigten, liberalen, ordnungspolitischen, intellektuellen Grundgefühl heraus, aus einer Grundhaltung heraus, hier den Bankenplatz mitgestalten wird. Toll. Gute Nachricht, dass Marcel Rohner an die Spitze der Bankiervereinigung vorstößt. Ein anderes Interview, ein anderes Zitat. Das Vertrauen der Opfer lässt sich nicht über das Strafrecht herstellen. Häusliche Gewalt. In der Schweiz werden jährlich Dutzende Frauen von ihren Männern getötet. Jetzt spricht Justizministerin Karin Keller-Sutter über die Versäumnisse der Behörden und über ihren neuen Plan. Grosses Interview im Tagesanzeiger mit Karin Keller-Sutter, der Justizministerin. Mein Fazit lautet: Verbietet Bundesratsinterviews. Verbietet Bundesratsinterviews. Die bringen gar nichts. Dieses sandgestrahlte, gestylte, langweilige, desinfizierte, porentief von allen fassbaren Aussagen gereinigte Nichts, was da herauskommt bei diesen Bundesratsinterviews, das ist ein Verbrechen an den Bäumen, die da gefällt werden müssen. Nein, die müssen ja nicht gefällt werden, damit diese Zeitungsseiten gedruckt werden können. Das ist ja Recyclingpapier. Das ist auch ein Verbrechen an diesem Recyclingpapier. Das hat dieses Recyclingpapier nicht verdient, dass solche nichtssagenden Interviews hier abgedruckt werden. Bundesratsinterviews bringen nichts. Das ist gestyltes Zeug, gestylte Langeweile. Das wird also wirklich mit dem Zobelhaarpinsel wird das von den PR-Abteilungen noch vom Nichtssagenden ins noch weniger Aussagende herabgemindert, herabgebürstet. Unglaublich. Also verbietet diese Bundesratsinterviews. Eine andere Meldung, die mich irritiert hat. Haftlockerungen im Fall Brian gefordert. Die Anti-Folter-Kommission veröffentlicht Empfehlungen. Die Zürcher Justiz will eine Verlegung in eine psychiatrische Einrichtung prüfen. Es geht hier um einen straffälligen jugendlichen Dauerdelinquenten, der immer wieder und immer intensiver mit den Behörden in den Clinch geraten ist. Man hat alles versucht, alle möglichen Behandlungen und Verabreichungen und bis hin jetzt zu dieser polizeilichen Gewahrsamnehmung. Aber der Punkt hier ist die Anti-Folter-Kommission. Wir haben in der Schweiz offensichtlich eine Anti-Folter-Kommission und meine Frage lautet: Was ist das? Was ist eine Anti-Folter-Kommission? Wieso braucht es das in der Schweiz? Wo wird in der Schweiz noch gefoltert? Wenn ich von einigen Programmen des schweizerischen Fernsehens absehe, aber diese Programme würden nicht unter die technische Definition der Folter, nicht einmal der seelischen Folter fallen. Was ist Folter überhaupt? Im heutigen Kontext Schweiz. Was fällt überhaupt in diese Kategorie? Meine Kinder hätten da vielleicht die eine oder andere Idee, wie in der Schweiz heute noch gefoltert wird, und zwar in Form von Vorwürfen gegen uns, gegen die Eltern. Ich bin überzeugt, unsere Kinder finden gelegentlich, dass sie von uns, von mir gefoltert werden, zum Beispiel durch Süßigkeitsentzug. Nein, jetzt gibt es keine Schokolade mehr. Das wird von meinen Kindern sicherlich als Folter empfunden. Oder wenn wir die Fernbedienung des Fernsehapparats verstecken
und keine Serie mehr geschaut werden kann, dann ist das auch eine Art, im Empfinden meiner Kinder, eine Folter. Aber bis jetzt habe ich noch nie von der Anti-Folter-Kommission gehört. Sag's aber auch nicht meinen Kindern weiter, denn es steht zu befürchten, dass in der heutigen Zeit diese Kommission da sehr aktiv werden könnte. Die CDU fragt ihre Mitglieder um Rat. Haben sie eine Führungskrise da nach dieser verpfuschten Wahl? Und um einen neuen Vorsitzenden zu finden, möchten sie jetzt direkte Demokratie in der Partei, die CDU. Möchte also nicht einmal nur die Delegierten da entscheiden lassen, sondern die Mitglieder sollen jetzt abstimmen. Direkte Demokratie, aber nur für die Mitglieder, denn die CDU ist strikte dagegen, die direkte Demokratie in Deutschland einzuführen. Das dann doch nicht. Man traut also den eigenen Mitgliedern mehr zu als den deutschen Bürgern. Viele CDU-Politiker haben mir auch immer wieder erklärt, warum man in Deutschland keine direkte Demokratie einführen dürfe, warum das ganz schlimm sei. Aber eben, es sind nicht alle gleich in Deutschland. Die CDU nimmt für sich ein höheres demokratisches Sachverständnis in Anspruch als für die Bürger. Da sehen Sie schon dieses Herrenreitermoment da in der deutschen Politik. Stefan Löfven verlässt die schwedische Politik. Ja, das ist der traurigste Politiker der Welt, ein wandelnder Ablöscher. Stefan Löfven, der schwedische Sozialdemokrat, der immer ein unglaubliches Depressivgesicht gemacht hat, hat sich aber doch einige Jahre da an der Macht gehalten, sogar mit einer Minderheitenregierung. Und das zeigt, dass es eben auch Nicht-Strahlemänner gibt in der Politik. Und ganz ehrlich gesagt, sind mir Nicht-Strahlemänner wie dieser Löffen, die sind mir oftmals lieber als die Strahlemänner, die da toll aussehen, aber wenig bringen. Trumps große Lüge hat gesiegt. Ein Jahr nach der Wahl in den USA hält mehr als ein Drittel der Bevölkerung Joe Biden nicht für den rechtmäßigen Präsidenten. Donald Trump nutzt die Verschwörungstheorie der gestohlenen Wahl als Grundlage für seine Rückkehr und es ist ihm gelungen, die Republikaner dafür einzuspannen. Trumps große Lüge hat gesiegt. Trump bleibt die große Reizfigur der Politik, der Medien. Die Medien sehnen sich nach Trump, denn nach seinem Abgang, nach seiner nicht mehr Wiederwahl sind die Auflagen zusammengebrochen wieder in den USA und es fehlt einfach dieser Berserker, der das ganze, die ganze Szenerie aufgemischt hat und Sleepy Joe, der da eingeschlafen ist am Klimakongress in Glasgow, übrigens das wunderbarste Bild dieses Klimakongresses, der schlafende Joe Biden, ist halt nicht der große Quoten- und Schlagzeilenbringer. Ich kann die Medien verstehen, hier die NZZ, die sich ja unermüdlich, fast schon bewundernswert, immer wieder an Trump abgearbeitet hat mit vielen tapferen Artikeln. Ich stehe ja vollends unter Verdacht, nicht unter Verdacht, im Ruch, ein Trump-Versteher zu sein, was ich auch bin, ich bestreite das gar nicht, ich bin ein Trump-Versteher, ich habe Trump gelobt, dort wo er das Lob verdient hat, und ich habe ihn kritisiert, dort wo er die Kritik verdient hat, aber nicht einfach pauschal, nur kritisiert. Das ist eben nicht seriös. Wenn etwas nur schlecht ist in den Medien, nur schlecht wegkommt, dann muss sie das misstrauisch machen. Da steckt am meistens etwas dahinter. Trump offenbar jetzt für die NZZ auch, wenn er gar nicht richtig ins Geschehen eingreift, irgendwo der Drahtzieher und der bestimmende Faktor und natürlich nur mit Lügen. Also was Trump sagt, das sind Lügen und die anderen sagen dann automatisch die Wahrheit. Trump, das Faszinosum, wachsende Nervosität, auch solche Artikel sind Ausdruck der wachsenden Nervosität der Journalisten, die glauben, Trump könnte dann auch wieder zurückkehren und siehe da, die Republikaner, sie kommen wieder. In Virginia, in New Jersey, jetzt gerade eben wieder in Virginia, großer Erfolg, Erdrutschsieg des republikanischen Kandidaten, Biden schwimmen die Fälle weg und schauen Sie, ich habe es mal geschrieben in einem Leitartikel. Kurz nach diesem Sturm aufs Kapitol, diesem Sturm
der möglicherweise jetzt nicht als Auftaktfanal einer neuen historischen Epoche gewertet werden muss. Viele haben ja damals schon vom Marsch auf Rom und der faschistischen Machtergreifung gesprochen. Also nichts wird mehr missbraucht als die Geschichte in der Politik. Und ich habe dort eher etwas scherzhaft eingestreut: Wir wissen noch nicht nach der Abwahl von Trump, wohin ihn sein Weg führen wird. Am Ende vielleicht noch einmal zu einem strahlenden Sonnenaufgang im Weißen Haus. Ja, unmöglich ist das nicht. Ich halte das für unwahrscheinlich. Aber unmöglich ist da gar nichts. Und solche Artikel zeigen Ihnen, dass Trump nach wie vor ein Faktor in der amerikanischen, in der internationalen Politik ist. Michelle Hunziker moderiert mit Thomas Gottschalk noch einmal Wetten, dass das große Interview mit unserer Michelle Hunziker, der Schönheit aus Bern, die ihr Herz an Italien und auch an einen Italiener erneut verloren hat. Das große Interview mit Blick auf Wetten, dass am 6. November, das ist ja bereits am nächsten Samstag, da tritt auf neben Gottschalk und Hunziker eben zum Beispiel Helene Fischer und Udo Lindenberg. Udo Lindenberg, das haben Sie gelesen im Weltwoche-Interview mit Thomas Gottschalk. Wir haben den Showmaster hier intensiv befragt. Udo Lindenberg so etwas wie ein Wunschkandidat von Thomas Gottschalk, der allerdings Wetten, dass für ein Modell erklärt hat, das sich nicht mehr auf Dauer wiederbeleben lässt, obwohl wir ihn da entsprechend motiviert haben. Das hat er dann zurückgewiesen. Ich verweise einfach in diesem Zusammenhang auf das große Interview in der Weltwoche mit Thomas Gottschalk. Irre Sexklausel bei Liebescomeback von Tiger Woods. Das nächste Fremdgehen kostet ihn 350 Millionen Dollar. Tiger Woods will Elin Nordgren zurück. Tiger Woods war von 2004 bis 2010 mit Elin Nordgren verheiratet. Ich glaube, die haben zwei Kinder. Mit mehreren Seitensprüngen hat Tiger Woods, dieses Golfgenie, dieses Golfwunder, diese Ehe zerstört und auch zum Teil sich selber und seine Reputation. Und jetzt das Angebot, das finde ich bemerkenswert. Seine Anwälte haben ihn für verrückt erklärt, hat gesagt, lass uns noch einmal heiraten, Elin. Ich offeriere dir einen Ehevertrag, in dem drinsteht, wenn ich noch einmal einen Seitensprung mache, kassierst du 350 Millionen Dollar. Eine selbstdisziplinierende Buße, die er sich da auferlegt. Möglicherweise ist die Verlockung, Seitensprünge zu machen bei Tiger Woods sehr, sehr groß. Deshalb hat er die Summe auch sehr, sehr hoch angesetzt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage hier aus Sicht der Frau. Ist jetzt in der Win-Win-Situation? Sehnt sie sich jetzt danach, dass Tiger Woods treu bleibt? Oder aber entfalten diese 350 Millionen Dollar eine Lockqualität sui generis, die dann den Seitensprung von Tiger Woods aus Sicht der Frau wieder attraktiv erscheinen lassen. Tiger Woods Buchhalter auf jeden Fall entsetzt. Das Ganze natürlich auch ein innovativer Image-Trick für Tiger Woods, der ja von Roger Federer, glaube ich, als bestverdienender Sportler der Welt abgelöst wurde, auch aufgrund eben seiner selbstverschuldeten Image-Probleme. Roger ja ohne jeglichen Makel durch eine unglaubliche Sport- und Sponsoring-Karriere hindurchgewandelt, hindurchgeschwebt. Möglicherweise steht dieser Vertrag hier auch im Zusammenhang mit den Image-Korrekturen und Image-Reinigungen, die Tiger Woods vornehmen muss. Meine Damen und Herren, ich bin am Ende dieser Sendung angelangt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen Freitag wieder bei Weltwoche Daily, die andere Sicht. Machen Sie es gut und verpassen Sie heute Abend nicht bei Bild Live meinen Auftritt in der Talkshow.
demnächst auch die dritte Sendung von der Pragmaticus auf Servus TV. Ich habe die Moderation gemacht, die Sendung wurde aufgezeichnet. Wieder sind wir mit einer Punktlandung in der Aktualität. Der Pragmaticus auf Servus TV. Thema ist Kernkraft. Kernkraft. War es die größte Dummheit in der Geschichte der Politik, dieser Atomausstieg, oder aber der Durchbruch zur grünen Vernunft? Werden wir die Kernkraft wieder als Faktor auch in der Schweiz reaktivieren müssen? Darüber die Sendung der Pragmaticus mit tollen Gästen aus allen Seiten. Von allen Seiten beleuchten wir das Thema. Schön, wenn Sie reinschauen auf Servus TV. Sie finden die entsprechenden Verbindungen im Internet. Vielen Dank, machen Sie es gut und bis morgen.